Die drei Wesen. Mal gucken, da ist Sirona. Hallo, schön Sie zu sehen. Hallo, Miss Ryan. Ich wollte Ihnen nochmal für die Hilfe mit Rookwood und Harlow am Tag des Trollangriffs danken. Sirona, bitte. Und gern geschehen. Die beiden machen nichts als Ärger. Gut, dass Sie hier waren, als Sie sie gefunden haben. Finde ich auch. Sie sprachen an dem Tag mit einem Kobold. Ja, Lodgok. Er ist ein Freund von mir. Freut mich zu hören, Ja, eigentlich ist das die Frage. Wie kann man einem Kobold trauen? Aber immerhin gibt es ja auch die Kobolde von Gringotts und die sind ja eigentlich auch relativ vertrauenserweckend. Also ich denke, es sind nicht alle Kobolde hier böse. Also sagen wir, freut mich zu hören, würde ich sagen. Sie schienen gut miteinander auszukommen. Ich kenne ihn seit Jahren. Seit ich hier zu Schulzeiten gekellnert habe, bevor das mein Laden wurde. Er war nett, aber wir waren anfangs noch keine Freunde. Sein Misstrauen gegen Zauberer saß tief. Jetzt sind Sie Freunde? Ja. Ich hatte ihn lange nicht gesehen, bis er vor ein paar Monaten herkam. Aber er hat mich sofort erkannt. Was ich von einigen meiner Mitschüler nicht sagen kann. Die begriffen nicht gleich, dass ich eine Hexe und kein Zauberer bin. Nicht alle Kobolde sind wie Ranrock und seine Anhänger. Lodgok ist genauso besorgt wie wir darüber, was da vor sich geht. Wenn das so ist, würde ich gerne mit ihm sprechen. Vor allem über Ranrock. Wo finde ich ihn? Ich nehme an, es geht um die Gerüchte über die Zusammenarbeit von Ranrock und unserem Freund Rookwood. Das stimmt. Wenn er nicht hier ist, findet man ihn oft im Eberkopf, wo er Geschäfte macht. Er ist Metallhändler. Sagen Sie, dass Sie von mir kommen. Er kann Hexen und Zauberern gegenüber etwas misstrauisch sein. Auch so jungen wie Ihnen. Wenn Sie allerdings Informationen suchen, um Ranrock in Schach zu halten, ist Lodgok Ihr Verbündeter. Das hört sich doch schon mal gut an. Wissen Sie, an was Ranrock und Rookwood zusammenarbeiten? Ich weiß nur, dass Sie anscheinend ein unliebsames Bündnis haben. Freundschaften zwischen Zauberern und Kobolden sind schon selten. Aber zwischen denen? Die sind garantiert auf etwas aus, das der jeweils andere hat. Doch ich fürchte, sie sind wie eine Schlange mit zwei Köpfen. Um ihre Pläne zu stoppen, müssen beide ausgeschaltet werden. Sie schienen neulich eher unbeeindruckt von Rookwood und Harlow. Haben Sie keine Angst? Das sind Tyrannen. Ganz einfach. Ich habe sie noch nie toleriert und lasse ganz sicher nicht zu, dass sie meine Freunde schikanieren. Aber sie sind dennoch gefährliche Zauberer, mit denen nicht zu spaßen ist. Sie sollten konfrontiert und wann immer möglich daran erinnert werden, dass der Rest von uns einander unterstützt. Danke, Sirona. Wenn Sie Lodgok finden, dann grüßen Sie ihn von mir. Ich weiß nicht, womit Sie sich solch mächtige Feinde gemacht haben, aber bitte, passen Sie gut auf sich auf. Yep. Hast du vielleicht noch ein Butterbier für uns? Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen, Sirona? Aber natürlich. Ah, okay. Schon gut. Hat sich erledigt. Wenn Sie Lodgok finden, dann grüßen Sie ihn von mir. Dann mal auf. Er ist im Eberkopf. Der Eberkopf, das war doch der Laden für die zwielichtigen Geschäfte. Oh, wir können ja jetzt Schlösser knacken. Sollen wir mal hier in... Du gehörst mir, Demigeis. Wir können zwar jetzt Schlösser knacken, aber Schloss auf Stufe 2 können wir immer noch nicht knacken. Ich wollte gerade sagen, sollen wir mal in so ein Haus reingucken, aber... Zonk, das ging nicht. Hallo, schön, dich außerhalb der Burg zu sehen. Neue Gleichfalls, Amit. Sind teuer, wissen Sie? Trinkgeld geben? Wie nice ist das denn? Ich danke vielmals. Wenn die Dinge weiter so gut laufen, los. Das habe ich doch gern gemacht. Willkommen im Eberkopf. Setzen Sie, wo Sie wollen. Kann ich bei etwas behilflich sein? Bing. Okay, wir schnappen uns kurz einen Schluck Butterbier. Und dann setzen wir uns mal zu Lodgok.
Hallo, Lord Gok. Sirona sagte, ich finde sie hier. Tatsächlich? Hat sie Ihnen Neuigkeiten mitgegeben? Nein. Eigentlich wollte ich mit ihm sprechen. Es geht um Renrock. Jetzt erinnere ich mich. Die drei Besen. Der Tag des Trollangriffs. Hinter ihnen ist er also her. Richtig. Und ich muss wissen, was er und seine Anhänger vorhaben, um ihnen voraus zu sein. Sagen wir mal, ich wüsste es. Warum sollte ich ihnen trauen? Ja, Sirona vertraut uns. Nein, wir sagen auf jeden Fall, Sirona vertraut mir. Sirona vertraut mir. Sie sagt, wir hätten vielleicht dieselben Interessen. Tja, wenn Sirona ihnen traut. Na gut, vielleicht weiß ich etwas, das uns beiden helfen könnte. Ich könnte Renrock seine Pläne entlocken. Ich bin ganz Ohr. Vor Jahren stahl eine ruchlose Hexe ein heiliges Kobold-Relikt. Es heißt, dass es jetzt in ihrem Sarkophag liegt. In einer Gruft, die nur Zauberern zugänglich ist. Renrock und ich haben uns vor einiger Zeit zerstritten. Das Relikt könnte unser Zerwürfnis beenden. Das hört sich doch gut an. Dann hätten wir einen Spitzel bei Renrock. Klingt nach einer Falle? Nein, wir werden auf jeden Fall das Relikt besorgen. Und wenn es eine Falle ist, kümmern wir uns um das. Ich beschaffe das Relikt, wenn Sie mir dafür Renrocks Pläne verraten. Wir müssen uns wohl vertrauen. Ich darauf, dass Sie nicht mit dem Relikt verschwinden und Sie, dass ich Ihnen sage, was ich herausfinde. Tragen Sie zusammen, was Sie brauchen. Wir treffen uns beim Grab der Hexe. Das werden wir machen. Wir haben noch 7 Tränke. Ob das reicht? Können wir nicht einfach hier langlaufen? Achso, Grab der Hexe. Hier war ja wieder nichts mit Besen, genau. Bereit. Gut, wir dürfen keine Zeit verlieren. Na, was ist das für ein Relikt, das ich holen soll? Ein wertvolles Erbstück, bekannt als Oertkots Helm. Die Hexe sah sich als Sammlerin und kaufte den Helm als Schmuckstück. Ihr war egal, welchen Schmerz sie den Kobolden zufügte. Kobolde glauben, dass der rechtmäßige Besitzer eines Gegenstands sein Erschaffer ist, nicht sein Käufer. Zauberer sehen die Dinge anders. Ein Wunder, dass Kobolde und Zauberer je zusammenarbeiten konnten. Es gibt unzählige Unterschiede zwischen uns. Ganz offensichtlich. Es mag Sie überraschen, aber ich halte diese Unterschiede nicht immer für unüberwindbar. Das ist der Grund, aus dem ich heute mit Ihnen zu diesem Grabmal reise. Da vorne sind Gegner. Ah, Wölfe. Und eine von Merlins Prüfungen. Hat nicht viel zu reden, der Kleine hier. Okay, wo ist das Grab? Oh, vielleicht da hinten? Hier haben wir auf jeden Fall wieder was, wo wir diese Leuchtfliegen sammeln müssen von Merlin. Dann laufen wir mal ein Stück. Nehmen wir noch hier ein paar Sachen mit. Okay, hier war ich sogar schon mal. Ah, und hier ist es, das Hexengrab. Ein schrecklicher Ort, nicht wahr? Na, ein schrecklicher Ort?
Nicht für einen Kobold? Macht er uns jetzt mit Kobold-Magie das Grab auf? Viel Glück bei der Suche nach dem Helm. Ein Zauberstab sollte dabei von Vorteil sein. Haben Sie denn noch Fragen, bevor Sie aufbrechen? Was macht diesen Helm denn so besonders? Erdkotts Helm ist ein antikes, geschichtsträchtiges Relikt aus einer Zeit der Einigkeit zwischen den Kobold-Clans. Er inspirierte zu wahrer Größe, jedenfalls bis er nicht mehr unser war. Dann wurde er etwas anderes. Ein Symbol all dessen, was verloren ging, was uns die Zauberer genommen haben. Es zurückzuholen würde den Kobolden viel bedeuten. Und Renrock. Er wäre mir dankbar, wenn ich es zurückgeben würde. Renrock und Rookwood haben sich anscheinend verschworen. Warum nur? Ich hörte davon. Wenn jene mit finsteren Herzen sich verschwören, offenbaren sie ihre Absichten nur selten ganz. Ich kann nur spekulieren, aber ich denke, dass ihr Bündnis recht zerbrechlich ist. Hoffen wir, dass unseres stabiler ist. Unser Bündnis ist auf jeden Fall super stabil, solange du uns nicht versuchst zu verarschen. Ich schätze mal, Sie wissen nicht, was mich in dem Grab erwarten könnte? Da eine dunkle Hexe involviert war, besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sie auf die dunklen Beschützer namens Inferi treffen. Die verderbten Geschöpfe gedeihen in Dunkelheit und Kälte. Vernichten Sie sie mit Licht, Kraft und am effektivsten Feuer. Mit Feuer sollten wir hinbekommen. Jetzt ist mir alles klar geworden. Ich hoffe, dass unser Bündnis Früchte trägt. Nochmals viel Glück. Okay. Ich werde hier sehnsüchtig Ihre Rückkehr erwarten. Bitte passen Sie auf. So, wir brauchen Feuer. Dann nehmen wir den noch mit. Und vielleicht sollten wir... Ich überlege gerade, welchen... So. Haben wir noch einen Talentpunkt? Einen. Zaubersprüche. Die Findo-Beherrschung. Mehrere Gegner treffen. Was haben wir hier? Schockwelle. Ich nehme mal das hier. So, betreten. Revelio. Mondlicht von draußen rein. Oh, das kennen wir doch. Verschlossen. Das sollte kein Problem darstellen. Wir müssen hier nur den dritten Schmetterling finden. Motten. Seltsam. Okay. Wingardium Leviosa. Verdammt, das war der Falsche. Lumos. So, dann komm mal her, Motti. Ripp bei Merlins Bart. Kiste. Das okay. Kann nicht das Grab der Hexe sein. Ich muss wohl noch weiter suchen. Nummer 1.
Nummer 2. Kommen wir einfach durch? Defendo. Incendio. Accio. Hm, oder so. Revelio. Da hinten liegt, glaube ich, noch ein Geldbeutel. Lumos. Sogar noch 3 Geldbeutel. Okay, hier ist auf jeden Fall schon mal ein Grab, aber anscheinend dann doch nicht das, der... Ich glaube, hier ist noch jemand. Revelio. Das sieht fast aus wie eine Falle. Aber ich glaube nicht, dass es eine war. Okay, es war keine. Wen haben wir denn hier? Okay, so, das sollte genügen. Defendo. Incendio. Protego. Moment. Incendio. Defendo. Incendio. Protego. Den konnte man wieder nicht blocken. Heilen. Okay. Sind jetzt reicht's. Protego. Incendio. Defendo. Noch weitere? Revelio. Da oben haben wir eine Kiste. Wie kommen wir in die Kiste ran? Können wir hier hoch? Irgendwas muss... Reicht das? Ach so, wir können einfach klettern. Revelio. Hauch der Toten. Nur nichts liegen lassen hier. Levioso. Lumos. Okay, wieder 3 Schmetterlinge. Oh, müssen wir erstmal einen hier in der Mitte einsetzen? Wenn ich es irgendwie antreiben könnte, ließe es sich vielleicht drehen. Accio! Dann vielleicht... Revelio. Levioso. Levioso schon mal nicht.
Vielleicht hier? Flipendo! Hiermit? Impulso! Das sieht doch gut aus. Okay, dann dem wieder nach oben. Lumos. So, den dritten. Immer erstmal den Weg zur Truhe nehmen. Hier ist bestimmt irgendjemand, der uns nicht hier haben möchte. Okay. Akio. Okay, ich verstehe. Wir brauchen hier unseren Reparo. Reparo. Die Plattform muss näher heran. Nur wie? Was haben wir noch vergessen? Akio. Reparo. Okay, können wir die ranziehen? Akio. Wingardium Leviosa. Akio. Wingardium Leviosa. So, vielleicht. Akio. Kriegen wir die nicht hier runter? Reparo. Haben wir irgendwas vergessen? Reparo. Akio. Wingardium Leviosa. Moment. Müssen wir das etwa hier irgendwo dranbringen? Okay, ganz umsonst können wir das ja nicht aufnehmen. Accio, Wingardium Leviosa. Die Frage ist, wo gehört das hin? Protego, Reparo. Irgendwie. Oder müssen wir die auf die andere Seite bringen? Ja.
Kyo, Wingardium Leviosa. Okay, probieren wir das Ganze mal. Okay, oder können wir es damit vielleicht aufsammeln? Ah. Kommt das da dazu? Irgendwie. Können wir das mitnehmen? Accio, Wingardium Leviosa. Hm. Was sollen wir denn damit machen? Ich würde ja sagen, hier an diese Dinger dran, aber... Irgendwie will es nicht so richtig hier andocken. Und auf die andere Seite. Accio, Wingardium Leviosa. Irgendwie müssen wir doch hier vorankommen. Okay, können wir die Sachen auch nehmen? Accio, Wingardium Leviosa. Accio, Wingardium Leviosa. Aber die oberen können wir nicht nehmen. Die zwei können wir nehmen. Irgendwas fehlt hier noch. Dependus. Haben wir noch irgendwas verpasst hier oben? Revelio. Da haben wir Knochenhaufen. Komme ich an die ran, oder? Vielleicht brauchen wir den echten Wingardium Leviosa Zauber. Wo haben wir denn überhaupt? Hier. Wingardium Leviosa. Okay, so hoch wie es geht vielleicht. Geht er nicht weiter? Vielleicht hilft ja Accio. Accio, Wingardium Leviosa. Ja, das machen wir doch die ganze Zeit. Accio, Wingardium Leviosa. Können wir das nicht hier ein bisschen? Accio, Wingardium Leviosa. Ja, aber wir sind doch hier, wir haben doch diese Teile hier. Und...
Okay. Wow. Wir hätten einfach hier loslassen müssen in der Mitte. Das hätte mal einer sagen müssen vorher. Ich dachte, die müssen da irgendwo dran snappen. Ach, Herr Jemine. Okay. Hier kommen wir her. Rebellion.